Hallo Freunde, heute haben wir ein ganz schnelles Rosmarin-Kartoffeln-Rezept. Und zwar sind es, schaut mal, Kartoffeln mit Rosmarin, Salz, Pfeffer, perfekt gewürzt, wirklich schnell gemacht und super lecker. So, und jetzt zum Rezept. So schnell in der Zubereitung. Ich habe hier ein Backblech mit Backpapier, gebe darüber Olivenöl, sodass der Boden knapp bedeckt ist. Nun habe ich hier Rosmarin, frischen Rosmarin. Man kann aber auch trockenen Rosmarin hinlegen. Ich schneide mir da welche ab. Ich habe das jetzt auch unter fließendem Wasser gespült. Nun löse ich so einzelne Blätter ab und verteile das auf dem ganzen Backblech. Ich gebe darüber jetzt Salz, Pfeffer und Knoblauchpulver. Der Backofen heizt schon vor. So, jetzt habe ich hier Kartoffeln. Das sind Drillinge, also Frühkartoffeln. Oder man nimmt vorwiegend festkochende Kartoffeln. Man kann auch zur Not mehlig kochende, aber auf keinen Fall festkochende, weil die sind viel zu hart und die bleiben dann auch ewig im Backofen, bis sie durch sind. Mit der Schnittstelle nach unten durchschneiden und nach unten hinlegen. Allein das ist schon was Wunderschönes. Wenn man so ein Fest hat, dann kann man die wunderbar vorbereiten. Es ist wirklich ganz wenig Arbeit. Jetzt nehme ich mir noch ein bisschen Olivenöl, noch ein bisschen Salz, so einen halben Teelöffel, gut verrühren und bestreiche nochmal kurz von oben die Kartoffeln und dann können die schon in den Backofen. Der ist vorgeheizt. Wenn man das so als Hauptspeise hat, ist wunderbar, wenn man so eine Quarkbeilage macht. Ich habe hier einmal Quark. Ich gebe dazu etwas Schlagsahne, so um die 100 Gramm. Ich gebe dazu Salz, Pfeffer. Kräuter, ich habe hier Dill, tiefgefroren, macht nichts, der taut schnell auf. Was gut ist, auch Schnittlauch, sehr, sehr lecker. Ich habe gerade keinen gefunden im Tiefkühlschrank, aber Lauchzwiebeln habe ich gefunden, davon auch eine ganze Handvoll. So. Das Ganze gut verrühren und dann auf Salz probieren, eventuell nachsalzen. Je nachdem, wie groß die Kartoffeln waren, braucht man ab 30 Minuten, 30 bis 50 Minuten ungefähr. Meine waren jetzt circa 40 Minuten, obwohl die wirklich schon nach 30 Minuten fertig waren, habe ich die noch länger drin gelassen, einfach damit die mehr Farbe bekommen und dann auch wirklich so richtig lecker auf der Zunge zergehen. Schaut mal. Die Tochter hat dazu einen Salat gemacht und Kräuterquark haben wir ja mit euch zusammen gemacht. Das wird unser Abendessen heute, wirklich ganz einfach. Die meiste Zeit habe ich jetzt auf der Couch verbracht. Super. Was will man mehr? Ich hoffe, euch hat das Rezept gefallen. Freue mich über eure Likes, über eure Kommentare. Habt ihr mich noch nicht abonniert? Dann bitte abonnieren. Vielen Dank und bis bald. Eure Xenia.